etwas, was man sagt, für mich individuell kann keine Lösung, sondern nicht für die Teile, die es gibt, und ich bin mit dem Lösungen zu einem besseren Prozess machen. Und das glaube ich, das sieht man im letztlichen Punkt, wie der Stammheimer auch sehr drin, es wäre irgendwie möglich gewesen, für die dann auch zu sagen, was weiß ich, von der Wohnung, wie gesagt, in diesem Kampf, etwas mit dem oder sonst was, es wäre möglich gewesen, hier wieder zurückzukehren, aber das hat man nicht gewollt. Ich bin selbst zu diesem Zurückkehren erst gekommen, als ich auch gesehen habe, das, was unser Ziel am Anfang war, und selbst in einer großen Bewegung aufzulösen, was erreichen wir überhaupt nicht. Ich habe immer gesehen, so, wir können im Inneren kämpfen und wir erreichen immer wieder, dass neue Leute kommen und dass sich die Gruppe reproduziert. Aber sie bleibt immer nur eine kleine Gruppe und sie reproduziert sich die Leute, die neu nachkommen, die haben dann auch keine Tradition, die machen wieder die gleichen Fehler oder machen teilweise noch andere Fehler oder ganz andere Sozialisationsprozesse haben. Und weil sie die Radikalität, die sie bestimmt hat, teilweise auch eher aus dem abstrakten, theoretischen Positionen abgeleitet worden ist. Und da habe ich erst irgendwann gemerkt, dass das hat keine Perspektive. Man muss denken, das Ganze irgendwie zu transformieren. Das habe ich gedacht, die Transformation. Und insoweit ist natürlich für mich die Unumkehrbarkeit. Die hat sich irgendwann, das hat sich aufgelöst. Keiner würde mir wirklich irgendwie heute sitzen. So, aber ein richtiger revolutionärer Prozess, der anfängt, ich glaube, der ist immer bestimmt von den Gedanken, das, was wir machen, ist unumkehrbar. Sonst könnte man auch man ist ja verantwortlich für den Tod von anderen und auch gegen seine eigenen Genossen, das, was sozusagen alles in diesem Kampf passiert, das kann man ja nicht machen, wenn man denkt, ja, heute machen wir das und in 3 Monaten überlegen wir uns was anderes oder so. Das geht nicht. Entscheidung kommt und dann ist es auch ein Kriegsverhältnis, dann muss das in irgendeiner Form sein, auch in der Kirche. Ja, kurz noch. Ein letztes, 2 vor 11. Ja, du hast vorher, Sie waren schon vorhin dran. Sie haben es nachher vielleicht. Okay, ja. Okay. Ich habe eine Frage eben noch zu Ihnen. Sie sind ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die mich interessiert jetzt. Wie das ist, haben Sie da keine Erfahrung gemacht mit Vorurteilen, die man Ihnen gegenüber hat in Ihrer Vergangenheit und so mit den Eltern und den Kindern? Ich bin ich bin 92 entlassen worden und das war eigentlich ein anderes Klima, als ich daraus gekommen bin, als es heute ist in der Bundesrepublik. Also ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, mich beruflich zu orientieren, habe ich ziemlich relativ viel Unterstützung bekommen aus diesem Bereich. Ich bin ja in diesem sozialarbeiterischen Bereich, wo viel mit dem Jugendamt zusammengearbeitet wird. Und ich habe das immer so erklärt, im Jugendamt selber sitzen auch Leute von 68, die einfach einen anderen Weg gemacht haben, also irgendwie Engagierte, die mit den ärmeren Schichten der Bevölkerung ja auch zu tun haben. Und da hatte ich einfach Glück, habe mich da viele getroffen, die das auch gut fanden, dass ich da arbeiten wollte. Und die die mir da keine Steine im Weg gelegt haben. Und ich arbeite ja nicht mit Mittelschichteltern oder Mittelschichtfamilien, sondern ich arbeite ja mit den Familien, die vom Jugendamt zum Teil auch die Hilfe beim Jugendamt beantragen, weil in der Bundesrepublik hat das Recht auf Hilfe zur Erziehung. Und dann beantragen sie das beim Jugendamt und dann kann ich da in die Familien rein und entweder mache ich eine Therapie mit den Kindern. Oder mache mit einem Kollegen zusammen so also Gespräche, systemische Familientherapie in der Richtung, dass die Eltern sich verändern oder dass die Familie sich verändert, dass die Kinder in der Familie bleiben könnten auch. Also das, weil oft sind es ja nicht die Kinder, die eine Therapie brauchen, sondern die Eltern brauchen die. Oder die ganze Familie braucht das eigentlich, dieser ganze Zusammenhang. Ne? Und da habe ich keine. Weil ich in diesem Segment gearbeitet habe. Jetzt als 2007 dieses Jubiläum von 1977 war, da hat dann mein Träger, bei dem ich arbeite beim freien Träger, hat dann
Mails bekommen, wie sie mich da einstellen konnten und mit meiner Vergangenheit und so. Aber das kann man irgendwie nicht von den Eltern, sondern aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Gut, dann sind Sie ja gar nicht so weit weg von unserem Fach. Ich glaube, Sie auch nicht. Das, was ich mit den Filmen gestern gesehen habe, war natürlich, weil Sie kennen am Anfang, ist das nicht so etwas wie eine politische, pädagogische Öffentlichkeitsarbeit? Ja. Also ein engagiertes parteiisches Verein. Gut, wir sind zu Ende. Vielen Dank an Sie beide und alle. Sache. Danke auch für